Herzlich willkommen zu diesem Podcast Art and Cross with Nina Kay. Hier im Art Cross, wie passend, im Art Cross TV Studio, im Workshop auf Sendung, haben wir einen Platz gefunden und ich habe heute einen besonderen Gast mit einem besonderen Thema, weil sich Art Cross auch mit dem auseinandersetzt, was hat Kunst mit Glauben zu tun, was hat Kirche mit Künstlerinnen und Künstlern zu schaffen, sie haben alle Kunstgenres Platz. Und ich stehe ein fürs Brückenbauen, dass wir einander mehr verstehen, dass wir einander zuhören, dass wir Anliegen auch von verschiedenen Aspekten beleuchten. Und hier mein Gast für heute, der Tänzer Paul Krammel, und ihr bekommt einen Geschmack, was er so tut. Einfach wunderbar, und jetzt ist er hier bei mir auf der Couch und schon allein, wie du da sitzt, Paul, ich finde, das ist eine Augenweide. Und uns verbindet ja eine ganz besondere Geschichte, uns verbindet, oder dich verbindet auch mit Art Cross eine besondere Geschichte. Ja. Der Vorgänger von Art Cross, Bring the Arts to Life, da warst du schon als kleiner Junge Teilnehmer, und ich werde nie vergessen diesen magischen Moment, wo du mit dem Founder of Creative Arts Europe, also mit dem großen Jim Mills, als kleiner, weiß nicht, Volksschulalter, als kleiner Maxl da diese Aufführung mit dem Step Dance gemacht hast, mit dem American Step Dance. Erinnerst du dich? Ich kann mich erinnern, ja. Es war tatsächlich, es hat sie wirklich eingeprägt, und zwar mit vielen, vielen anderen Momenten auf Art Cross oder damals noch Bring the Arts to Life. Ist in Erinnerung geblieben bei mir, ja, auf jeden Fall. Herzlich willkommen, also, dass du da bist. Danke und für die Einladung. Du bist ja nicht nur Tänzer, sondern du bist ja auch, du hast auch schon gemodelt, du hast Verschiedenes ausprobiert. Ich hoffe, Bring the Arts to Life hat was beigetragen, da auch nochmal mehr in dein Leben zu bringen, dass du wirklich diesen Weg gehst. Das würde mich so als Art Cross Mama glücklich machen. Das ist so das Mama-Feeling, so, es lebt jemand seine Berufung, seine Leidenschaft. Absolut. Erzähl uns mal ein bisschen was du sonst noch für Ausbildungen gemacht hast. Oder wie ging es dann weiter, außer Ballett, Tanz oder was du gemacht hast? Erzähl ein bisschen von dir. Genau, also ich bin in Linz in Oberösterreich geboren und dort dann eben relativ bald, glaube ich, war so 8, wie ich zu tanzen begonnen habe, war dort im Theater Maestro und habe dort eine Tanzausbildung gemacht, zwar hauptsächlich Ballett, was ich dort gemacht habe, und bin schon sehr bald auf der Bühne wirklich gestanden, habe so also von der Bühne sehr viel lernen dürfen. Und genau, war dann so im oberösterreichischen Raum unterwegs mit verschiedenen Tanzproduktionen, habe in Schauspielstücken und in Musicals mitgemacht. Und bezahlt oder nur so kleine Rollen mal? Oder wie? Ja, anfangs glaube ich unbezahlt. For free, natürlich. Ja. Das ist, glaube ich, bei den meisten so am Anfang.
Genau, und dann, also zwar noch nicht so, dass ich davon leben konnte, aber schon so, dass es so als zweites Ding irgendwie läuft, ja. Und wollte aber dann immer Tanz einfach zu meinem Beruf machen, ja. Also das war schon klar dann von, Das war als du eigentlich, Teenager warst ja, oder? das war eigentlich sehr bald klar, tatsächlich, ja. Okay. Und ich war aber damals noch sehr so auf der klassischen Schiene unterwegs, also habe hauptsächlich Ballett gemacht und bin dann vor, ja, einigen Jahren, sagen wir grob 5, 6 Jahren, so eher in die zeitgenössische Richtung gegangen. Wobei ich mir anders auch nicht jetzt abschreibe. Also ich bin auch gern Du bei bist also Musicals dabei, ich singe okay. auch gerne, ich Okay, schauspiele gerne. genau. Genau. Und dann bin ich vor, ja, 4 Jahren nach Wien gezogen und habe jetzt gerade erst meinen Bachelor in zeitgenössischen und klassischen Tanz Bachelor in zeitgenössischem Tanz. Und abgeschlossen. das ist jetzt das Stichwort, warum ich dich auch gerne eingeladen habe, weil ich kenne deine Abschlussarbeit für diesen Bachelor. Da hast du dir das Thema aufgegriffen, was ist Bewegung und Tanz im christlichen Setting, im kirchlichen Rahmen. Du hast dir das auch eingeschränkt. Ich habe jetzt den Titel nicht gemerkt. Magst du mal den Titel der Bachelorarbeit vielleicht nochmal sagen? Muss immer genau Ja, genau, überlegen, das wie muss man ich sich immer ihn dann genau überlegen. formuliert habe im Endeffekt. Tänzerische Bewegung Moment. Warum sollte ich es mir merken, wenn du es mir merkst? Tänzerische Tänzerische Bewegung im. Bewegungen im christlichen Setting, ja. Mhm. Und da habe ich mich spezialisiert auf, einfach um das Ganze einzuschränken, auch auf Freikirchen, ja, Freikirchen im europäischen, speziell im österreichischen Im europäischen, Raum. österreichischen Raum. Freikirche, also nicht die Landeskirche evangelisch-katholisch, sondern die ganzen anderen, wie auch immer, ja. Und Die Freikirche ja, als großer Begriff. warum wolltest du das schreiben? Warum hast du dich damit beschäftigt? Genau, also dann muss ich wieder einmal zurück zu Artcross und zu Bring the Arts to Life. Ja. Also wie ich eben damals schon mit Jim Mills damals auf der Bühne gestanden bin und dann die Jahre immer wieder dabei war und immer wieder auch getanzt habe, Tanzworkshops gemacht habe und kleine Beiträge dort und da gemacht habe. Also ich bin einfach mit dem groß geworden. Ja. Ich bin groß geworden mit Christen, die sich auf einem Festival treffen und Und tanzen. eine Bandbreite an Kunst erleben und austauschen und Gott und die Kunst einfach feiern. Ja. Also ich bin mit dem groß geworden, ich kannte es eigentlich nicht anders. Ja. Und das war dann wirklich für mich das Spannende, weil ich das eigentlich erst so die letzten, ja, 3, 4 Jahre, sage ich jetzt mal, so wirklich wertschätzen durfte, was das eigentlich bedeutet. Ja. Dass das eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich ist. Weil hast du andere Erfahrungen gemacht? Oder was sind dir andere gläubige Menschen begegnet, die das anders erleben? Oder was hat dich das jetzt gelehrt, dass es nicht so selbstverständlich ist? Ja, also ich habe mit vielen natürlich dann auch für die Arbeit mit vielen Leuten gesprochen und also viele haben das erstmal überhaupt nicht in einen Kontext gesetzt. Okay, die haben gesagt, ja, okay, jetzt Kirche und Tanz, das sind doch irgendwie zwei verschiedene Sachen so, wie kommt das zusammen so in die Richtung? Und da habe ich halt immer so weiter gebohrt und war halt neugierig so, ja. Warum? Was ist da? Kommt doch von irgendwo, dass das eigentlich nicht immer schon so Hand in Hand So gegangen ist. Ja? selbstverständlich, ja. Genau. Und da habe ich natürlich dann auch viel in die Vergangenheit geschaut, in die Geschichte geschaut, natürlich in die Bibel geschaut, aber auch, wie es wirklich bis hin zu Tanzverbot gegangen ist. Ja? Gibt da diesen Ausspruch, was mich sehr erschüttert hat, das Bein, das dich zum Tanze rührt. Na Moment, jetzt muss ich überlegen. Das Bein, das sich zum Tanze regt, wird in der Hölle abgesägt.
Das Bein, das sich zum Tanz erregt, wird in der Hölle abgesägt. Genau. Also, also nach dem Motto, wer tanzt, der ist schon von vornherein kein Christ, schlechter Christ oder landet in der Hölle. So, ja? Also das sind wirklich, um es jetzt krass deutlich zu machen, aber das sind halt auch so, das hat sich halt im Volksmund so gehalten. Ja? Und das sind halt bestimmte Dinge, die, also bestimmt nicht mehr so krass so heutzutage, aber es macht halt was. Es bleibt halt irgendwo in den Köpfen, glaube ich. Und da gibt es schon viele, die da einfach der Kunst oder auch dem Tanz gegenüber nicht so offen sind. Und ja. Ich werde da gleich nachbohren, ja. Aber einfach eine spannende Geschichte, die wir dann auch erarbeitet haben oder die wir dann auch, du hast ja mich auch interviewt, dass wir draufgekommen sind oder das war so eine Überlegung, gewisse Kunstgenres sind erlaubt in der Kirche oder in einem gottesdienstlich-liturgischen Setting sind gewisse Künste heilig oder erlaubt eben, ja. Architektur, Glasfenster, Orgelklang oder das geht dann immer so weiter. Und manches ist aber von vornherein ein bisschen so, eben, das wird in der Hölle abgesägt, das Tanzbein. Na, servus. Was sind jetzt deine Schlussfolgerungen gewesen oder was, worauf bist du jetzt noch gekommen durch das Schreiben dieser Arbeit oder durch deine Interviewpartnerinnen? Was hast du da jetzt entdeckt? Womit hat das zu tun? Warum gibt es so wenig Tanz oder gibt es eh viel Tanz in unseren Kirchen, in unseren Gottesdiensten, in unserem Glauben? Oder warum, wenn es nicht so ist, warum? Ja, also es gibt eben unterschiedliche, es gibt in manchen Kirchen wird durchaus getanzt und ist durchaus erwünscht, dass Leute am Gang auch tanzen oder auch im Programm. Oder in Afrika, ja. Ich denke gerade an Ghana, ja. Und ich denke gerade an die schwarzen Brüder dort, die hat es voll gegeben, aber ja. Bei uns eben, manche. Ja? Genau, eben eher weniger. Und ich habe mich jetzt aber in der Arbeit weniger auf die Unterschiede konzentriert, sondern mehr auf wirklich das große ganze Bild. Ja. Und da ist es eben schon zu sehen, dass halt viele so alte Muster immer noch irgendwo in den Köpfen herumschwirren. Und zum Beispiel, welches Muster würdest du? Also es kommt halt immer auf den Körper zurück, glaube ich. Ja. Mhm. Tanz passiert mit dem Körper. Mhm. Und da kommt man sehr schnell zu einem Thema, zum Thema Leibfeindlichkeit. Mhm. Was mir eigentlich immer wieder jetzt in der Recherche, was mir immer wieder begegnet ist, auch in den Interviews, wo man eigentlich immer wieder auf das Thema kommt, der Mensch oder der Christ, wie begegnet er seinem Körper? Eben auch, weil es sehr schnell das Körperliche der Sexualität zugeschrieben wird. Und da habe ich schon auch festgestellt, dass in der Kunstszene, in der Tanzszene, aber auch generell in der Kunst oft natürlich schon Sex sells. Ja. Ja. Also es wird viel mit Reizen gespielt, egal ob man sich jetzt irgendwie ein Musical anschaut. Wo also so quasi ein Knockout auf der Bühne, also je mehr ja. Nacktheit oder Erotik, desto mehr Tickets werden verkauft und damit wird schon auch operiert. Ja. Genau. Und die Gläubigen oder die Konservativen oder braven und lieben Christinnen und Christen sagen, na danke, also das ist, wenn das Tanz ist, das wollen wir natürlich nicht. Ja, ja. Also das Muster ist, was verknüpft. Ja, genau. Ja. Und das ist natürlich schade, weil natürlich nicht alles, was Tanz ist, ist sexualisiert oder genau. So sinnlich. Ja, ja. Genau. Und also das ist was, glaube ich, wo man, was man einfach deutlich machen muss, ja, dass der Körper nichts Sexuelles per se ist, ja? Und dass Tanz eben so viel mehr kann. Ja? Und da habe ich es auch sehr spannend gefunden, weil man auch im Interview mit dir, wo ich dir für die Arbeit befragt habe, sind wir sehr schnell irgendwie auf das Thema auch gekommen, was Tanz grundsätzlich
darf und kann, beziehungsweise wenn man größer noch denkt, was eigentlich Gottesdienst kann und darf. Ja? Und da habe ich es eben sehr spannend gefunden, weil ich durchaus auf jeden Fall der Meinung bin, dass Tanz nicht nur schön ausschauen kann, sondern dass Tanz sichtbar machen kann, dass Tanz aber auch klagen und zweifeln kann, ja, also wie auch im Klagelied zum Beispiel. Und da ist, glaube ich, oft, wenn dann getanzt wird, in den Kirchen auch, wenn es auf den Bühnen passiert, eingebunden in ein Programm, dann ist es, glaube ich, oft auch die Ästhetik, die wir sehen. Und auch da glaube ich, dass das nur ein Teil ist vom Tanz. Also, wenn ich dich richtig verstehe, geht es nicht nur um Ästhetik, sondern Tanz aus deiner Perspektive, deine Kunstform soll auch Fragen stellen, soll provozieren oder auch Schmerz oder Klage oder Gefühle ausdrücken dürfen und nicht immer nur lieblich oder die Lösung geben, sondern auch das Echte oder wie es uns geht. Habe ich dich richtig verstanden? Du hast zuerst die Bibel auch angesprochen und was hast du da gefunden? Haben die getanzt? Gibt es Beispiele, wo Menschen getanzt haben oder dass der Gott irgendwie was dazu gesagt hat? Oder wie stelle ich mir das vor? Ja, es gibt die Miriam natürlich, die getanzt hat. Also die Schwester von Mose, ja, Schwester von Mose, Genau. die als Dank an Gott für die Rettung in Tanz ausbricht, ja. Genau. Was noch? Und Was? dann gibt es vor dem goldenen Kalb den Tanz, der dann natürlich wiederum eine negative Konnotation bekommen hat, weil das ja dann als Der falsche Gott war, oder genau der dass Gott falsche sagt, Götter, ihr betet den Falschen, das Falsche an, ja. Götzenanbetung. Ja. Genau, und David, der vor der Bundeslade getanzt Der hat. berühmte David, wie er tanzte, genau. Genau, Ja. also. Was ich gern sehen würde. Ich hoffe im Himmel dann, ich habe einen Deal mit Gott, dass im Himmel dann die recorded. Also die Aufnahmen von den Original-Pieces, dass ich die dann schauen darf. Also ich will das Original-Tanz von David will ich unbedingt sehen. Also es gibt Beispiele in der Bibel und wir sollen Lob tanzen und wir feiern ja auch mit Tanz. Letzter Gedanke vielleicht dazu, was mich beschäftigt hat und das ist eine Frage auch an dich. Glaubst du nicht auch, dass Menschen, die jetzt nicht so die Freiheit haben wie du, mit ihrem Körper einfach Gebet auszudrücken oder Gefühle auszudrücken und das auch dann gelernt haben, dass die Anleitung brauchen, also in dem Setting, wenn wir gemeinsam Gott feiern oder Anbetung, Worship machen, Gottesdienst, Liturgie, da gibt es ja vorgegebene Gebete, es gibt vorgegebene Liedtexte, es ist die Musik vorgegeben, damit wir gemeinsam nicht jeder irgendwas singt oder tut, sondern irgendwo, dass das eine Gemeinsamkeit hat, dass das auch beim Tanz so ist, dass es Menschen leichter machen würde, wenn sie wissen dürften, diese Schritte, ja, so wie wir alle in Österreich Paartanz lernen, den Walzerschritt und den Quickstep oder eben Hip-Hop, die Jungen vielleicht, oder dass du jemanden hast, der dir vortanzt und dann fühlst du dich auch wohler, dass du selber darfst. Glaubst du, dass es da das notwendig ist und würdest du dir das wünschen, als Tänzer auch engagiert zu werden und nicht nur vorzutanzen, sondern auch Leute mit hineinzunehmen? Ja, absolut. Also ich glaube, du machst da kommen wir auf einen wichtigen Punkt. Ich habe dann in der Arbeit unterschieden zwischen Tanz, der als Teil des Programms stattfindet, also wenn man es jetzt einfach sagt, auf der Bühne, ja, das quasi voreinstudiert ist, wo jetzt ein Tänzer zum Beispiel auf die Bühne kommt oder eine Tanzgruppe, die auf der Bühne steht. Und auf der anderen Seite die Zuschauer oder die Teilnehmer des Gottesdienstes, die Gäste, die sich quasi im Publikumsraum oder in der Kirche selber bewegen. Und genau. Live im Studio in Martin. Bewegen. Ja, Ja. wir bewegen uns. Ja. Also Bühne und Zuschauerinnen, Publikum, Gäste, hast du gesagt, die sich dann auch vielleicht bewegen und Genau. tanzen. Würdest du dir das mehr wünschen? Genau, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das natürlich eingrenzt in einer
gewissen Art und Weise, dass man das irgendwo auch anleitet, dass man sagt, also normalerweise passiert der Tanz im Worship. Wenn man jetzt ein bestimmtes Lied singt, dass jemand vorne steht und Bewegungen anbietet, die man auch als Laie jetzt leicht mitmachen Leicht kann, mitmachen. ja. Dann glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man professionelle Tänzer anfragt. Ja. Dass die Beiträge, die man sieht auf den Bühnen, in den Kirchen, dass das professionelle Tänzer sind. Weil nur weil ich jetzt sage, wir lassen Raum zum Tanz, es kann natürlich auch nach hinten losgehen, ja. Weil es natürlich ein ausgebildeter Tänzer natürlich die Expertise hat und dann kommen wir natürlich auch zum nächsten Punkt zur Qualitätssicherung. Ja. Also das wäre was, wo es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass das Also eine gewisse Professionalität dieser hat. schmale Grat zwischen wir sind alle gleichwertig vor Gott, wir beteiligen uns alle, wir haben alle was zu geben, aber wenn jemand von vorne etwas anleitet, wenn jemand predigt, wenn jemand singt, vorsingt, einen Ton vorgibt, dann wäre es schon gut, dass er das seine Sache versteht und in diesem Fall auch eine Tänzerin, ein Tänzer. Das ist ein Plädoyer. Und für mich jetzt so eine Side-Note: Es wäre auch schön, wenn wir als Gemeinde, als Kirche dafür auch Geld übrig hätten und Wertschätzung und Raum. Danke, Paul Krammel. Letzte Frage: Was ist denn da gerade dein Lieblings-Worship-Song? Weil du zuerst den Worship, den Lobpreis an. Tanz ohne Musik ist ein bisschen schwierig. Was ist gerade so deine Lieblingsmusik? So ein Stück gerade. Kannst du was empfehlen? Also ich höre Worship-Musik durchaus von Bethel Music und ICF Music, also Hillsong zum Beispiel. Das sind so Worship-Lieder, die ich ganz gern höre und mich auch gern dazu bewege. Sehr gut. Danke für dieses Gespräch, Paul Krammel. Ja, und Paul und ich, wir haben ein Herz dafür, Netzwerken, Brücken zu bauen. Das heißt, wenn du da draußen irgendwo beteiligt bist an einem Gottesdienstprogramm, an Liturgie, wenn du eine Leiterin, ein Leiter, Priester, Pfarrer, sonst wo bist und ein Anliegen hast und sagst, ich möchte Raum schaffen für Tanz in meinem Setting, dann wäre Crescendo so eine Möglichkeit, meint Paul. Aber find us, also Artkos ist so ein Vermittler. Wir haben Tänzer an der Hand, wir kennen Tänzerinnen, wir wissen euch zu verknüpfen, um da Raum zu schaffen. Und für mich noch als Letztes zu dieser Bewegung und von dieser Faszination, den Körper auch einzubeziehen und den Körper zu mögen, ist immer dieses Bild, wenn ein Fußballtor fällt in einem ganz wesentlichen Fußballmatch und dann ist dieser Torjubel, den wir da beobachten und vor allem auch bei Männern, also jetzt auch, es war zwar jetzt gerade die Frauen-WM bei uns, auch übertragen, aber wenn dann Männer zu tanzen beginnen oder das zu feiern, es ist eigentlich unmöglich inzwischen vorzustellen, dass man in Momenten von Feiern und Freude nicht zu tanzen beginnt. Und das ist für mich so ein Ausdruck von Anbetung, den ich eigentlich wieder gerne auch unter uns gläubigen Menschen sehen möchte. Danke, dass du da dich auf dieses Thema eingelassen hast. Viel Spaß noch weiterhin. Be blessed.